Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht's ums Thema Hund. Ich habe mir hier meinen kleinen Stargast mit ins Video geholt. Oh, er ist müde. Ich wollte sie euch nur mal kurz zeigen, aber sobald sie ja keinen Bock mehr drauf hat, darf sie natürlich auch runter. Nein, möchtest du dich nicht kurz vorstellen? Kurz Hallo sagen zu den Followers? Hallo Followers, ich bin Pinsi und ich bin müde. Magst nimmer? Okay. Danke, dass du da warst. Tschüss. Ja, das war ein kurzer Auftritt. Willst du doch wieder rein? Ja, dann kommst halt wieder hoch. Wie du möchtest. Nochmal, das ist Peanut. Wir nennen sie mittlerweile fast mehr Pini oder Pinilotta oder irgendeinen von ihren anderen 200 Spitznamen. Sie ist 5 Monate alt und ein kleiner Malteser Zwergpudel-Mischling. Ich möchte auf das Thema gleich von Anfang an drauf eingehen, weil ich weiß, das kommt wieder vermehrt. Ich habe auch auf Instagram auch viel Fragen dazu bekommen, warum wir uns keinen Hund aus dem Tierheim genommen haben. Das hat den einfachen Grund, dass wir uns das ehrlich gesagt nicht so gut zugetraut haben. Ich hatte noch nie einen eigenen Hund, Christoph in dem Sinne auch nicht so wirklich. Wir hatten immer Familienhunde und auch in meiner Familie gab es leider mal einen ganz blöden Vorfall mit einem Hund aus dem Tierschutz. Die war super, es war ein Golden Retriever. Wir haben die abgöttisch geliebt, aber leider wussten wir nicht, als wir die geholt haben, da war die 2 Jahre, dass die einen ganz starken Freiheitsdrang hatte, weil die immer eingesperrt war. Die ist uns immer davon gelaufen. Das war der liebste Familienhund ever, aber sobald die von der Leine runter war, ist die abgezischt und hat uns in sehr, sehr viele gefährliche und auch andere Menschen in gefährliche Situationen gebracht, weil die natürlich über Straßen gerannt ist und so weiter und so fort. Manchmal war sie tagelang weg und als wir sie so 2 Jahre hatten, waren wir im Wald spazieren, sie ist uns wieder davon gelaufen. Also die ist wirklich ganz krass auch unterwegs gewesen. Die hat sich ihr Halsband abgerissen, die ist über Zäune gesprungen und Hauptsache sie konnte frei laufen. Sobald sie zu Hause war, war sie der liebste Hund ever. Aber sie ist dann im Wald leider erschossen worden von einem Jäger, der gedacht hätte, sie ist ein Reh. Und daraufhin, ich unterstütze Tierschutz, Tierheime, ich finde das alles super toll. Wir haben das wirklich lange durchgesprochen und lange auch irgendwie als Möglichkeit angedacht, aber haben uns dann im Endeffekt doch für einen Hundewelpen entschieden, wo wir wussten, dem ist einfach noch nichts passiert, weil ich mir das nicht nochmal hätte antun können. Damals hat es uns wirklich das Herz gebrochen und das wollte ich einfach nicht nochmal und ich wollte sicher gehen, dass wir einen Hund haben, den wir erziehen können, so wie wir wollen. Und der niemals irgendwie so mega vorbelastet mit irgendwelchen ganz krassen Sachen zu uns kommt. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, uns einen Hund aus einer Hobbyzucht zu holen. Wir haben Pini bekommen, da war sie 10 Wochen, glaube ich, so ungefähr. Ja, das kommt gut hin. Sie ist Mitte Oktober geboren und Mitte, Ende Dezember haben wir sie dann abgeholt, eigentlich kurz vor Weihnachten. Das war sehr süß, sie war unser kleines Weihnachtsgeschenk, das war so nicht angedacht. Sondern das hat sich einfach so ergeben. Wir waren bei der Züchterin tatsächlich vor 3 Jahren schon das erste Mal, weil wir uns seit 3 Jahren überlegen, ob wir uns einen Hund nehmen sollen. Das war keine Kurzschlussaktion, das war kein kleines Geschenk zu Weihnachten oder sowas, sondern wir haben das wirklich lange durchdacht und durchgesprochen und dann gab es einfach diesen kleinen Knödel, der noch ein Zuhause gesucht hat. Und die Dame von dem Bauernhof, auf dem sie eigentlich geboren wurde, hatte uns ein Foto von ihr geschickt. Da war sie, glaube ich, 5 Wochen alt oder so. Ich blende euch das hier mal ein. Und hat gesagt, dass die kleine Maus noch ein Zuhause suchen würde und ob wir an ihr Interesse hätten. Und sie sah einfach aus wie eine kleine dicke Erdnuss. Und wir haben uns sofort in sie verliebt und es war einfach ein Match made in heaven und hat so sein sollen, meiner Meinung nach. Und ich kann mir ein Leben ohne sie überhaupt nicht mehr vorstellen. Es dreht sich alles nur um diesen kleinen Knödel, aber das ist auch irgendwie okay. Das ist extrem bereichernd, anstrengend. Und manchmal auch nervig, aber im Endeffekt bereichert es ein Leben wirklich ungemein. Und das war jetzt ein sehr langes Intro, aber ich wollte unbedingt auf diese Rassenthema-Geschichte eingehen. Wir wollten überhaupt keinen Rassenhund, sondern wir wollten einfach erstens einen Hund, der antiallergen ist. Das war mir tatsächlich leider sehr wichtig, weil in meiner Familie einfach Leute gibt, die nicht ganz so gut mit Hundehaaren und tralala. Und ich wollte da irgendwie keine
Kompromisse auch eingehen oder dass ich dann sage, ich kann gewisse Leute nicht mehr wirklich sehen oder muss mich immer um den Hund kümmern, weil sonst hat irgendwer eine allergische Reaktion oder so. Das wollte ich einfach nicht. Deswegen haben wir uns dann für einen Pudelmix entschieden, weil sie ja keine Haare verliert. Und wir wollten auch einfach einen kleinen Hund. Deswegen, das waren so ein paar Punkte. Ich hatte einfach Angst vor einem Tierheimhund, dass der Probleme mit sich bringt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir wollten einen kleinen Hund und einen, der keine Haare verliert. Und demnach sind wir auf diese Rasse gestoßen. Und ich weiß, dass das sehr viele Leute nicht so toll finden. Das verstehe ich auch. Das verstehe ich vollkommen. Aber ich glaube, da muss jeder für sich seine Entscheidung treffen. Und da ich natürlich im Vorhinein extrem viel mich informiert habe, auch über YouTube. Und ich habe so viele YouTube-Videos gesehen zu unserer ersten Woche mit Hund und was braucht man als Erstausstattung und lauter so Zeug. Das hilft ungemein. Es hilft ungemein, von anderen Hundebesitzern zu hören, wie so die erste Zeit war. Dachte ich mir, dass ich jetzt da auch ein kurzes Video dazu mache. Ich habe auf Instagram gefragt, was ihr so gerne wissen möchtet, was es für Fragen gibt. Und da beantworte ich jetzt einfach ein paar Sachen. Und währenddessen spiele ich euch einfach hier süße Videos von unserer kleinen Pini Lotta ab. Aus den letzten fast 3 Monaten. Verrückt, dass wir sie schon so lang haben. Ich habe gleich einen ersten Tipp vorab. Falls ihr euch überlegt, euch einen Hundewelpen zu holen oder falls ihr gerade einen Hundewelpen zu Hause habt, fotografiert sie mehr. Die werden so schnell groß. Und ich bin Bloggerin. Ich habe den ganzen Tag mein Dreckshandy in der Hand und ich habe das Gefühl, ich halte eh auf alles drauf. Aber jetzt im Nachhinein, wenn ich mir so Fotos von der ersten Woche anschaue, sie war so Baby. Sie hatte 1,7 Kilo. Die war wirklich so groß. Baby. Und ich wünschte, ich hätte einfach alles gefilmt und alles fotografiert, weil sie hat jetzt fast das Dreifache an Gewicht. Nee, Doppelte. Aber sie ist halt einfach nicht mehr so tapsig und so Baby, sondern sie ist jetzt schon ein bisschen groß. Und ich wünschte, ich hätte noch mehr gefilmt und fotografiert und diese Momente festgehalten, weil es ist so schnell vorbei. Es ist so schnell. Jetzt schaue ich mal ganz kurz hier, was so für Fragen kamen. Da kam einiges. Natürlich ganz oft die Rasse von Peanut. Ich habe das auf meinen Social Media Accounts allgemein nicht so groß aufgebauscht. Diese ganzen Pudelmischungen sind gerade super trendy und ich möchte das nicht weiter ankurbeln, diesen Trend da drum. Und ich wollte auch die ganze Hundezucht nicht ankurbeln, deswegen habe ich das nie angesprochen. Ich habe das jetzt hier in dem Rahmen einmal ausgesprochen. Ich weiß, dass das wahrscheinlich auch sehr viel Negativität mit sich bringt, weil viele Leute das nicht verstehen können, was ich verstehe. Aber wie schon gesagt, jedem das Seine und für uns war das die beste Entscheidung meiner Meinung nach. Hundeschule, ja, nein, kommt hier. Also, wir waren mit ihr einmal in der Hundeschule hier in Wien und waren extrem unzufrieden, weil die so rabiat mit ihr waren. Also nicht mit ihr, sondern das war mit anderen Hunden auf einer Wiese, weil ja gerade Corona ist, muss das draußen stattfinden. Und da war sie ganz klein, da hatten wir sie gerade eine Woche, aber wollten sie halt irgendwie sozialisieren mit anderen Welpen. Und die waren alle super wild, haben super krass getobt, haben super viel gebellt und sie war sehr verschüchtert am Anfang und sehr Mami bezogen und wollte eigentlich nur immer zu mir auf den Arm und sie war halt wirklich auch so babyklein und hatte mega Schiss und die Dame, die den Kurs geleitet hat, hat sich da überhaupt nicht für interessiert. Sie saß wirklich nur wimmernd, zitternd zwischen meinen Beinchen und hat sich gar nicht getraut, irgendwas zu machen. Und wir sind nach einer Viertelstunde auch gegangen, weil ich es ehrlich gesagt nicht mehr ausgehalten habe. Mir hat sie so leid getan und sie war obviously noch nicht bereit dazu. Und deswegen haben wir auch diesen Kurs dann da verlassen, weil uns keiner geholfen hat oder uns auch keiner gesagt hat, wie wir uns jetzt am besten verhalten oder wie wir ihr so die Angst am besten nehmen. Und ich fand das ultra scheiße. Ich habe dann auch voll geheult bei der Heimfahrt, weil ich mich so geärgert habe, dass wir sie so einer unguten Umgebung ausgesetzt haben, weil sie sich wirklich extrem gefürchtet hat. Sie hat noch nie so viele Hunde gesehen und es war irgendwie alles nicht, überhaupt nicht liebevoll, sondern es war halt nur ein Hund mehr, der irgendwie Angst hat und man kackt so ein bisschen drauf. Und dann waren wir noch einmal bei einer Hundetrainerin, bei einer Einzelstunde.
Einfach weil ich mir Sorgen gemacht habe, weil sie am Anfang so Angst hatte und so verschüchtert war. Und ich mich gefragt habe, ob das besser wird, ob man sich Sorgen machen muss. Und die hat dann aber ganz nett gesagt, ich soll einfach so weitermachen, wie wir es gerade machen und alles langsam. Und manche Hunde brauchen einfach ein bisschen länger. Und man darf die nicht in Situationen zwingen, in denen sie sich nicht wohlfühlen, weil dann können die einfach noch krassere Ängste entwickeln gegenüber anderen Hunden, Menschen, Situationen, wie auch immer. Und dann haben wir einfach super langsam angefangen, sie an alles zu gewöhnen, vor was sie Angst hat. Und es war am Anfang viel. Also Straße, Menschen, andere Hunde. Wir sind da wirklich so super Step by Step an alles rangegangen. Ich habe mich natürlich mega viel informiert, auch im Internet. Wir haben eine Hundeschule online gemacht, Dog University nennt sich das. Da waren sehr viele tolle Tipps dabei. Das kann ich nur jedem empfehlen. Das war auch relativ günstig. Und ich habe mir, ungelogen, ich glaube 2000 YouTube-Videos angeguckt. Ich schreibe euch unten in die Infobox, packe ich euch ein paar Empfehlungen von guten Videos oder guten Kanälen. Und man kann sich da extrem viel Info rausziehen, finde ich. Und ja, jetzt ist sie 5 Monate, also geht schon praktisch eigentlich so in das Junghundealter rein. Und ich möchte auf jeden Fall nochmal in die Hundeschule mit ihr. Ist natürlich jetzt gerade mit Corona auch ein bisschen schwierig, aber sie ist auch mit anderen Hunden mittlerweile wirklich super cool und handsam und will spielen und ist da gar nicht mehr so eingeschüchtert oder so. Deswegen glaube ich, wäre das jetzt auch voll gut. Wir sind noch am Überlegen, ob wir vielleicht auch nochmal ein paar Einzelstunden mit einem Hundetrainer machen, einfach weil es so ein paar kleine Sachen gibt, an denen könnte man wirklich arbeiten. Die sind momentan nicht so optimal und ich möchte eigentlich nicht, dass das zu einem wirklichen Problem wird. Deswegen wäre mir das, glaube ich, lieb, wenn sich das gleich mal jemand anguckt und vielleicht sagt, ob das nur eine Phase ist oder ob man da wirklich sich vielleicht ein bisschen Sorgen machen muss. Ja, aber es ist nichts Dramatisches, es sind bloß Kleinigkeiten und ich glaube, es variiert auch voll von Hund zu Hund. Aber den Großteil kann man ihnen wirklich selber beibringen. Und was sie in der Welpenschule lernen, ist ja wirklich eigentlich nur Sozialisierung. Also sie sollen sich halt mit anderen Gleichaltrigen irgendwie annähern und wissen, wie man sich verhält und so. Und das haben wir eigentlich praktisch so Step by Step eigentlich auf der Straße gemacht. Wir haben halt, wenn wir irgendwo andere Hunde gesehen haben, von Weitem schon, habe ich irgendwie über die Straße geschrien, ist ihr Hund nett, ist ihr Hund ein Rüde, ist ihr Hund ein Weibchen, kommt er mit Welpen klar? Und entweder jemand hat gesagt, nee, bin ich mir nicht sicher. Oder jemand hat gesagt, ja, die ist super alt und super brav. Und dann hat man halt die so langsam zusammengeführt. Und es ging auch sehr gut, weil sie nie eine schlechte Erfahrung mit einem anderen Hund gemacht hat. Weil wir da sehr aufgepasst haben, dass wir sie nur mit netten Hunden irgendwie zusammenlassen. Und dann haben wir auch über kurz oder lang einfach hier auf den Hundewiesen und so in der Umgebung sehr viel andere Hundewelpen kennengelernt und hat sich da halt dann irgendwie so zusammengetan und hat die halt dann mal eine Runde spielen lassen und so. Das ging eigentlich sehr gut und ich habe das Gefühl, wir haben das auch ganz gut gelöst. Wie habt ihr Peanut das Beißen abgewöhnt? Also sie beißt immer noch ein bisschen, meist sehr spielerisch. Sie kommt jetzt nicht einfach her und zwickt mich oder so, das hat sie aber auch noch nie gemacht. Sie hat am Anfang definitiv mehr gebissen. Wir haben ganz viel verschiedenes Spielzeug gehabt, also von so Silikon-Kongs über so Schnüre und so Stoffspielzeuge und Bälle und so. Ich glaube, für Welpen ist es einfach super wichtig, dass sie am Anfang so viel wie es geht anknabbern können. Und deswegen haben wir da einmal alles gekauft an Materialien, würde ich jetzt mal sagen, dass die hier nirgends Möbel anbeißen anfängt. Und das hat sie auch nie gemacht. Was sie total gern macht, sind Sachen kaputt machen, also so Karton, Papier und so. Da muss man natürlich einfach aufpassen, dass man nichts am Boden stehen hat, was man noch braucht. Aber ich zum Beispiel, wenn ich ein Paket habe, irgendwas Kleines oder so, und das würde eigentlich im Müll landen, dann weiß ich kann ihr eine Mega-Freude machen, wenn ich ihr das irgendwo hinstelle und ihr die Box praktisch schenke. Also man muss den Hunden wirklich zu verstehen geben, dass sie das jetzt haben dürfen. Und dann hat sie die Mega-Freude, das Ganze zu zerreißen und hier in der ganzen Wohnung zu verstreuen. Und das macht mir dann aber auch nichts. Das räume ich halt danach weg und sie hat sich irgendwie abreagiert und ist dankbar, dass sie da von mir so ein tolles Geschenk bekommen hat. Wann wacht Peanut auf? Also Pini hat von Anfang an wirklich extrem brav geschlafen. Also wir hatten, ich würde sagen, die erste Woche war noch so ein bisschen tricky. Da musste die wirklich noch alle 4-5 Stunden raus. Also ich sag, wenn man um 10 Uhr schlafen gegangen ist, dann musste die so um 1-2 nachts nochmal Pipi und dann
musste sie so um 5, 6 wieder Pipi und dann um 8, 9 sind wir irgendwie richtig aufgestanden. Aber es ist dann natürlich keine erholsame Nacht, wenn man irgendwie gefühlt eh andauernd wach ist. Aber mittlerweile schläft sie so mehr oder weniger durch. Also wir gehen, wenn wir um 10 schlafen gehen, dann wacht sie so manchmal zwischen 5 und 6, manchmal zwischen 6 und 7 auf und muss dann Pipi, aber wir gehen wirklich nur runter auf die Straße, sie bieselt, wir gehen hoch und legen uns nochmal hin. Und das funktioniert extrem, extrem gut. Sie macht dann da auch keine Spirankeln, wir spielen auch in der Früh nicht, das weiß sie. Vor 8 geht nichts, also muss ich dann auch nochmal hinlegen und schlafen und das funktioniert wirklich sehr gut. Da haben wir ein Riesenglück. Hier schreiben auch ganz viele, woher wir Pini haben und wer der Züchter ist. Das möchte ich nicht verraten. Da geht's ganz klar drum, erstens möchte ich die Zucht jetzt nicht so groß ankurbeln und zweitens weiß ich, dass unsere Züchterin nur ein- bis zweimal im Jahr einen Wurf hat. Sie hat nur 2 Geschwister, bedeutet, es waren 3 Hunde dieses Jahr und die hat hunderte von Bewerbern. Also die braucht das auch einfach nicht, dass jetzt da noch 1000 Leute ums Eck kommen, weil ich das hier in meinem Video genannt habe. Wenn man sich wirklich dafür interessiert, kann man das einfach googeln und dann findet man sie bestimmt auch. Wie schaffst du es, dass sie nicht in die Wohnung macht und machte? Das schaffen wir momentan noch gar nicht. Also es passieren nicht mehr oft Unfälle. Sie hat am Anfang natürlich in die Wohnung gemacht, weil sie wusste ja auch gar nicht, wie das anders geht. Also wir sind extrem oft rausgegangen die ersten paar Wochen. Also mit extrem oft meine ich gefühlt 20 Mal am Tag, ja, vielleicht nicht ganz, aber so 10 bis 15 Mal auf jeden Fall. Und das muss man auch ehrlich sagen, das fühlt sich an, wenn man das mal einen Tag durchzieht, wie als wenn man eh nur im Treppenhaus ist. Also man verbringt den ganzen Tag nur im Treppenhaus. Und mittlerweile passieren nicht mehr ganz so oft Unfälle, aber ab und zu geht schon nochmal hier irgendwo Pipi in die Wohnung. Also sie macht kein großes Geschäft mehr in die Wohnung, aber so hier und da, wenn wir nicht ganz krass aufpassen, weil nach dem Essen muss sie und nach dem Schlafen muss sie und da muss man schon immer noch drauf achten. Aber es passiert jetzt nicht mehr so oft. Ich kann euch kurz zeigen, was wir immer noch haben, ist die Teppiche. Also den Teppich im Ankleidezimmer haben wir weggeräumt, weil da ist sofort was draufgegangen. Und das ist ein Hochflorteppich, bedeutet, ich sehe es gar nicht richtig, wenn sie drauf macht, was sehr blöd ist. Und unser Teppich im Wohnzimmer, der musste leider entsorgt werden, weil da ist leider sehr oft was daneben gegangen und irgendwann hat es mir dann gereicht und ich habe gesagt, das schafft die einfach nicht. Solange der Teppich da liegt, pisst die uns da drauf und den haben wir weggeschmissen. Ja, sad. Jetzt haben wir gerade keinen Teppich im Wohnzimmer und es kommt auch erst wieder ein Teppich, wenn wir uns ganz sicher sind, dass sie gecheckt hat, sie darf das nicht mehr und muss uns Bescheid geben, weil sie kann das. Sie kann das, manchmal ist sie ganz schlau und geht dann zur Wohnzimmertür und kratzt an der Tür und dann wissen wir ganz genau, sie muss bieseln. Aber das macht sie einfach nicht immer. Manchmal checkt sie es, dass sie das machen soll und wir springen ja sofort und manchmal lässt sie es dann auch einfach laufen. Also work in progress. Bist du streng mit Pini oder lässt du ihr eher alles durchgehen? Also ich glaube, ich bin eher streng mit ihr. Beziehungsweise lasse ich sie bei mir definitiv nicht alles machen. Sie darf beim Christoph viel, viel mehr und die spielen auch viel rabiater als wir spielen, würde ich jetzt mal sagen. Sie ist bei mir schon ein bisschen braver. Wer übernimmt den Großteil der Erziehung, du oder dein Partner? Also ich würde sagen, am Anfang haben wir das wirklich extrem gut geteilt. Mittlerweile ist der Christoph wieder in der Arbeit und ist unter der Woche oftmals tagsüber weg. Was natürlich bedeutet, dass ich natürlich einfach mehr Zeit mit ihr verbringe und deswegen wahrscheinlich unsere Bindung auch ein bisschen intensiver ist, würde ich jetzt mal sagen. Übt ihr das Alleinebleiben mit ihr? Momentan noch nicht, also so ganz allein noch nicht, aber ich bin ja schon froh, wenn ich jetzt irgendwie hier in meinem Zimmer alleine sitzen kann, die Tür zu ist und ich weiß, sie ist jetzt im Wohnzimmer und ist ruhig und kann da gut alleine sein. Und ich glaube, wir müssen das aber jetzt langsam mal angehen, dass ich übe, irgendwie kurz mal auf den Flur zu gehen oder kurz mal Müll runterbringen und sie hier irgendwie ganz alleine mal in der Wohnung ist. Das war tatsächlich auch momentan, dadurch, dass ich natürlich einfach viel zu Hause bin oder eigentlich immer, war das auch einfach noch nicht vonnöten. Also es gab jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, sie muss jetzt mal kurz alleine bleiben. Aber wir müssen das auf jeden Fall angehen. Wie gesagt, sie war am Anfang sehr schüchtern und sehr attached an mich. Und deswegen gehen wir das langsam an. Ich möchte sie da irgendwie nicht überfordern. Muss man diese Art von Hund nach jedem Gassi gehen waschen? Nee, also wir waschen sie nicht nach jedem Gassi gehen, aber wir haben es tatsächlich sehr unterschätzt,
wie viel Pflege dieser kleine Fellknäuel braucht, weil sie einfach viele Haare hat. Also die muss man definitiv jeden Tag kämmen. Und natürlich, wenn draußen Regenwetter ist oder wenn es irgendwie matschig draußen ist oder wie auch immer, dann muss man ja schon öfter die Pfötchen waschen. Und es ist definitiv mehr Aufwand als mit einem Kurzhaarhund. Also glaube ich. Ich hatte noch nie ein Kurzhaar, aber sie hat halt super viel Fell, super wuscheliges Fell. Es verfilzt schnell oder es hängt viel drin. Oder wenn wir im Wald spazieren gehen und die geht, driftet irgendwie ab, irgendwo in Wald, Wiese, wie auch immer, die kommt zurück und ist behangen wie ein Tannenbaum von Ästen und Dreck und Glump. Und da hängt halt dann einfach alles drin. Also man muss sich schon viel um sie kümmern, was die Fellpflege betrifft, definitiv. Welches Futter frisst sie? Also wir sind komplett umgestiegen auf Dogs Love. Ich habe mich so ein bisschen mit Hundefutter beschäftigt und habe einfach super schnell festgestellt, dass was im Supermarkt gibt, ist oftmals einfach wirklich Dreck und da kommt ja wirklich nur Abfall und Gedärme und Gemetzel kommt da rein und wird geschreddert und das verfüttert man da. Und oftmals ist auch einfach wenig Futter, also wenig Fleisch da drin, sondern viel Dinge, die ich überhaupt nicht verstehe, die da hinten drauf stehen, XYZ. Wir sind dann auf Dogs Love umgestiegen, das wurde uns empfohlen und wir haben um die Ecke gleich einen ganz tollen Hundeladen, die das uns eben mal zum Testen mitgegeben haben und die Pini liebt's. Das ist alles natürlich, das wirkt auf mich sehr hochwertig und ist natürlich auch ein bisschen hochpreisiger, aber mir ist es wichtig, dass sie was Anständiges frisst. Ich will ja keine Essensabfälle oder irgend sowas geben. Schläft sie nachts in einer Box? Nein. Also wir wollten am Anfang so Boxentraining mit ihr machen und sind natürlich sofort eingeknickt. Sie wollte nicht in der Box sein in der ersten Nacht und dann haben wir sie natürlich da sofort rausgelassen. Aber sie schläft in ihrem Kistchen, also in ihrem Hundebett neben unserem Bett. Das geht ganz gut, aber die Box mag sie nicht. Da mag sie auch nicht drin sein. Wir haben es probiert und haben es dann irgendwann sein lassen. Thema Leinenführigkeit. Es gibt Tage, da funktioniert es besser oder Spaziergänge, da funktioniert es besser und es gibt Spaziergänge, da bleibt sie entweder alle anderthalb Meter stehen und will 10 Minuten an irgendwas riechen oder sie prescht vor und will uns genau sagen, wo sie lang will und hüpft gegen die Leine an. Ich glaube, das muss man einfach, da muss man langsam dran gehen. Aber auch dazu gibt es ganz viele tolle Videos, wie man irgendwie ihnen jetzt nicht direkt Fuß beibringt, sondern wie man ihnen einfach beibringt, dass sie halt in irgendeinem Umkreis von einem Meter sich irgendwo ums Härchen aufhalten. Aber da sind wir dran, das üben wir gerade auch. Wie stehst du zum Thema Hunde alleine lassen? Also ich glaube, dass das irgendwann eine Notwendigkeit wird, aber auch da ich selbstständig bin und viel von zu Hause mache, beziehungsweise viel einfach selbst bestimmen kann, wie die Sachen laufen, glaube ich auch einfach, dass sie nicht viel alleine bleiben wird, weil sie kann mit mir mit zu Terminen, sie kann auch U-Bahn fahren und Zug fahren und da ist sie wirklich toll, toll, toll da. Das haben wir ganz viel geübt und da ist sie super brav. Wir haben so eine kleine Hundetasche, da sitzt sie drin und das liebt sie. Wie klappt es, wenn du anderen Hunden begegnest? Sehr gut. Sie kommt eigentlich mit allen gut klar. Lustigerweise habe ich manchmal das Gefühl, die merkt schon von Weitem, wenn ihr wer gefällt und wenn wer nicht. Ab und zu geht sie einfach an Hunden so vorbei und tut so, wie als wenn die gar nicht da wären. Mit denen hat sie dann keinen Bock irgendwie zu interagieren. Und manchmal kann sie es gar nicht erwarten und prescht auf irgendwen zu, weil, keine Ahnung, da riecht sie scheinbar schon auf 100 Meter, dass der toll ist. Ich weiß nicht ganz genau noch, was sie da auswählt, aber sie ist da sehr rabiat. Und es läuft eigentlich ganz gut. Hier schreibt auch jemand, Allergie wäre ein Thema vielleicht. Kann mich erinnern, du wolltest meine Katze. Ja, ich habe eine Katzenhaarallergie, das hat dann leider nicht funktioniert. Und ich reagiere auch manchmal auf andere Hunde. Das ist ganz komisch, manches vertrage ich, manches nicht irgendwie. Deswegen war mir das auch wichtig, dass wir uns ganz sicher sind, dass das funktioniert. Und mit Pudel und Pudelmischungen hatte ich einfach noch nie Probleme. Und ich hatte auch mit ihr wirklich noch nie irgendwas, dass mich irgendwas gejuckt hat. Also, da bin ich auch super froh. Und das haben wir aber im Vorhinein auch wirklich oft getestet. Auch mit anderen Pudelmischlingen, auch mit Maltipoos. Weil das ist ja wirklich Worst Case, dass man sich einen Hund nach Hause holt und dann nach ein paar Wochen feststellt, man ist allergisch. Also das wäre ja der Horror. Wie klappt es bei dir mit Hund in der Stadt? Gut, also ich glaube für sie war es ein massiver Kulturschock am Anfang. Wie gesagt, die kommt vom Bauernhof. Und wir wohnen ja mitten in Wien. Aber wir sind, wie anfangs schon gesagt, das sehr langsam angegangen. Also wir haben sie ganz viel auch durch die Stadt getragen und sind an Kreuzungen gestanden und an Kreuzungen beobachtet und Autos und Hupen und Tatütata und was weiß ich was. Damit kommt sie eigentlich überall gut klar, weil sie das halt von klein auf
gleich irgendwie mitbekommen hat und auch viel Verkehr und viele Menschen auch, haben wir ganz am Anfang schon geübt, als sie ganz klein war. Aber wie gesagt, erst alles auf dem Arm zum Beobachten, weil sie ja auch sehr klein ist oder war. Und dann nach und nach haben wir sie immer wieder runtergesetzt und sind einfach mit ihr auch oftmals wirklich in den Einkaufsstraßen gestanden und haben Leute beobachtet und haben uns so ein bisschen rangetastet. Das ging schon ganz gut. Aber wie gesagt, man braucht da Zeit für. Und ich habe mir am Anfang auch extrem Sorgen gemacht, weil ich mir dachte, vielleicht ist die auch einfach nicht für die Stadt gemacht. Aber man muss die halt da langsam ranführen. Und dann ging das eigentlich ganz gut. Wie viel Auslauf und Aufmerksamkeit braucht sie? Also Aufmerksamkeit, am besten 25 Stunden am Tag. Spaß. Es geht mittlerweile besser, aber am Anfang war sie wirklich, sie wollte immer bei mir sein, egal wo ich hingegangen bin. Die war auch das erste Mal duschen, als der Christoph nicht da war. Da war ich in der Dusche und musste mit offenem Duschvorhang, also wir haben so eine Badewanne mit Duschvorhang, musste den so halb offen lassen, damit sie mich sieht, weil sie saß direkt vor der Badewanne und ich war duschen. Und sie hatte so Angst, dass ich irgendwo hingehe. Aber es geht mittlerweile gut. Wie gesagt, es ist mittlerweile kein Problem mehr in der Wohnung. Wir halten uns in verschiedenen Zimmern auf und sie schläft. Und man hat eigentlich gut seine Ruhe auch. Sie schläft bestimmt 18 Stunden am Tag, würde ich sagen. Und den Rest sind wir spazieren, sie frisst, wir spielen. Und das geht eigentlich wirklich sehr gut. Also wir haben uns da einen ganz, ganz tollen Hundewelpen ausgesucht. Es war auch lustig, weil die Dame, von der wir sie haben, hat uns Fotos von ihr geschickt. Und da war sie so klein und so dick und so mopsig und sah irgendwie so richtig aus wie so ein kleiner Knödel. Und da hat sie dazu geschrieben, sie ist eine ganz gemütliche. Und dann habe ich mir gedacht, yes, das ist mein Hund, ich brauche gemütlich. Weil gemütlich ist das nette Wort für faul und aktiv ist das nette Wort für ADHS. Und ich wollte keinen aktiven Hund, ich wollte einen gemütlichen Hund und das ist sie auch. Also dafür, dass sie ein Welpe ist, ist sie sehr entspannt und sehr relaxed. Vielleicht können wir noch kurz auf ein paar Mankos bzw. Eigenheiten von ihr eingehen, weil ich nicht will, dass hier jetzt alle denken, bei uns ist alles so happy-peppy. Wie gesagt, sie macht immer noch in die Wohnung, was uns ziemlich nervt, aber wir arbeiten dran. Mit was wir auch extrem Probleme haben, ist mit unserer Klingel. Wir haben eine ganz schlimme Klingel und da, wenn wer klingelt, und es kann auch 10-mal am Tag sein, kriegt die einen Nervenzusammenbruch und bellt so lange, bis der Postbote an der Tür steht und seinen Scheiß abgegeben hat. Also das ist wirklich lästig, da arbeiten wir aber auch dran. Das Problem ist, dass sobald es klingelt, sind nicht mal mehr Leckerlis oder irgendwas ist interessant, sondern man will nur wissen, wer da jetzt kommt. Das ist was, woran wir definitiv arbeiten müssen. Dann haben wir eine ganz dumme Sache am Anfang gemacht. Ich kann euch ein Video hier einblenden, weil ich habe das damals sogar gefilmt. Da war sie ganz babyklein und wir sind viel am Anfang ohne Leine mit ihr gegangen, was sehr gut funktioniert hat, weil sie war ja super attached und war sehr menschenbezogen, also auf mich und auf den Christoph, und die wäre uns nie davon gelaufen. Also die ist nicht mal, die hat sich nicht mal einen halben Meter weg von uns getraut. Deswegen sind wir gleich mal am Anfang viel ohne Leine gelaufen, auch in Wien in der Stadt, in so Fußgängerzonen und so. Einfach, dass sie checkt, sie muss bei uns bleiben, was prima funktioniert hat die ersten Wochen. Und dann haben wir eine sehr dumme Sache gemacht, und zwar waren da Tauben und die waren für sie sehr interessant und wir haben sie da so drauf hinlaufen lassen. Und es war auch super Zucker zum Anschauen, weil sie war so ein kleines Knödel und die Tauben waren gefühlt gleich groß und sie ist halt dann so drauf zugehoppelt und es ist eh nicht viel passiert. Die Tauben sind weggeflogen und sie hatte eine Freude, dass sie 2 Meter von uns wegspringen konnte. Und wir fanden das halt irgendwie süß und haben das nicht gleich unterbunden. Und das ist mittlerweile leider wirklich ein Problem, weil sie möchte jeden fucking Vogel jagen, den wir irgendwo auf der Straße sehen. Und das ist sehr schwierig in der Stadt. Das ist jetzt auf einer Wiese kein Problem. Sie wird dem Vogel niemals was tun. Das ist für sie ein Spielkamerad praktisch. Das weiß ich schon. Für sie ist es lustig, wenn sie dem so ein bisschen hinterherhüpfen kann. Aber wir hatten schon blöde Situationen auf großen Wiesen, wo der Vogel wirklich weit geflogen ist und sie dann halt nichts mehr anderes gesehen hat, außer diesen Vogel und dem halt hinterher und hinterher und hinterher gerannt ist. Und dann auch Rückrufen nicht mehr gut funktioniert hat. Und dann habe ich es ein bisschen mit der Angst zu tun bekommen, weil ich mir halt Sorgen gemacht habe, dass wenn der Vogel auf die Straße fliegt, rennt halt sie hinterher ohne Rücksicht auf Verluste. Deswegen haben wir jetzt so eine lange Schleppleine, dass falls wir auf Wiesen sind in der Stadt, dass wir sie da trotzdem anleinen können und sie halt im Umkreis von 5 Meter halt irgendwie Freiraum hat. Aber halt im Falle des Falles, sie sieht einen Vogel und ihr gehen wieder alle Sicherungen durch, sie nicht komplett abzischt. Ja.
Das haben wir richtig verkackt. Das fanden wir am Anfang voll süß und das ist wirklich ein Problem. Wir versuchen das wieder abzutrainieren. Aber im Endeffekt kann man ja in Wien in der Stadt, soll und darf man ja die Hunde eh nicht ohne Leine laufen lassen. Es war halt nur toll für unser Bindungstraining am Anfang. Was wir gemacht haben, was ich wirklich jedem empfehlen würde, ist Kabel zu verkleben. Also auch unsere Fernsehkabel und auch die Computerkabel und so, die haben wir alle an die Wand geklebt, dass sie da nicht drankommen, weil Kabel sind schon ein bisschen interessant. Da würde man schon gern mal heimlich reinbeißen, aber da kommt man nirgends hin, weil wir die alle wirklich abgeklebt haben. Ja, was kann ich eigentlich noch erzählen? That's it. Wie gesagt, Teppiche gibt es leider keine mehr. Weiß ich nicht, wie lange das noch dauert. Oh, was ich noch erzählen kann ist, sie hat sich am Anfang so oft übergeben. Wir hatten richtig Sorge, weil dann hat sie irgendein Leckerchen nicht vertragen, dann hat sie irgendeinen Schaß auf der Straße gefressen und so kleine Welpen, die übergeben sich einfach wirklich oft, beziehungsweise unsere. Und es ist leider zweimal auch was auf die Couch gegangen. Bedeutet, unsere Couch war auch vollgekotzt. Das ist natürlich dann so eine Sache, das ist dann nicht so schön, wenn das jetzt irgendwas Teures ist oder wenn die irgendwie neu ist. Unsere ist jetzt Gott sei Dank eh alt und ich hätte gerne eine neue Couch, aber das war jetzt perfekt, dass sie jetzt erste Hundewelpe bekam, deswegen war das nicht so wild. Und sobald die jetzt auch mal mit Stubenreinheit und so, dass das da wirklich alles hundertprozentig passt, holen wir uns auch eine neue Couch. Aber ja. So, mit sowas muss man halt rechnen. In dem Zusammenhang kann ich auch gleich eine absolute Empfehlung aussprechen, und zwar ist es eine Versicherung. Ich weiß gar nicht, was bei unserer alles inkludiert ist, aber es ist auf jeden Fall auch dabei, dass Tierarztbesuche außerhalb von diesen ganzen Pflichtgeschichten, wie jetzt Impfungen und sowas, dass das die Versicherung übernimmt, was toll war, weil Madame hatte ja schon eine Halsentzündung und so und es geht alles richtig ins Geld. Also das kann ich euch nur empfehlen. Und so Hundewelpen, ich habe das Gefühl, die hatte wirklich jeden dritten Tag irgendwas anderes, wo wir uns gedacht haben, im Endeffekt war es eh nie was Schlimmes, aber man macht sich halt dann furchtbar Sorgen als Hundemama. Ich glaube, das war's jetzt erstmal. Falls es noch irgendwelche Fragen gibt, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben, dann beantworte ich da einfach alles. Und ansonsten sage ich vielen lieben Dank fürs Anschauen. Ich weiß, dass der Großteil der Menschen, die jetzt hier wahrscheinlich zuschauen, entweder sich überlegen, ob sie einen Hundewelpen holen oder schon einen kleinen Hundewelpen zu Hause haben. Das freut mich extrem. Es ist das aller Schönste. Ich würde es nie wieder missen wollen und hoffe, dass ihr entweder mit eurem kleinen Fratz schon viel Freude habt oder bald sehr viel Freude mit einer kleinen Fellnase haben werdet. Ja. Wirklich schön. Allerschönste. Jetzt muss ich wieder kuscheln gehen. Bis ganz bald. Tschüssi!